Mysteriöse Orte. Informationen aus dem Korn. Gelesen und geschrieben von Carsten S. am 1.7.2013. Überwältigende Zeichen unerklärter Herkunft in den Kornfeldern der Bauern. In England hinterließen die Macher ihre Unterschrift in Form zweier Kreise unter dem entstandenen Piktogramm. Dieses Phänomen trat besonders Anfang der 1990er Jahre häufig auf, bis es zum Ende des Jahrzehnts wieder rückläufig wurde. Jedoch muss man sagen, dass es schon im Spätmittelalter und höchstwahrscheinlich auch schon davor nur undokumentiert auf unerklärliche Art und Weise Muster mit großer Präzision und Perfektion entstanden. Die damaligen Bauern und die dortige Landbevölkerung wiesen das auf Geister- oder Jugendstreiche zurück. Ein Jammer, dass sie zu dieser Zeit das Phänomen nicht aus der Vogelperspektive betrachten konnten. Denn hier liegt anscheinend die eigentliche Bedeutung der Gebilde. Schon einige Professoren und Zivilisten haben so manche Anstrengungen unternommen, um herauszufinden, was die Zeichen im Korn bedeuten könnten. Natürlich gibt es auch hier Menschen, die die Sachverhältnisse fälschen und so der gesamten Glaubhaftigkeit schaden. Aber hier gibt es Unterschiede. Echte Kreise haben folgende Eigenschaften, die sie aufweisen, um als originale, also nicht gefälschte Kreise zu gelten. Erstes Merkmal. Die aus ihren ursprünglichen Formen gebrachten Halme dürfen nicht gebrochen sein, sondern nur gebogen. Zweites Merkmal. Der Kreis oder die Formation muss einer geradezu annähernden Perfektion ohne Abweichung zum typischen Idealbild aufweisen. Keine Aussparungen und verwirrenden Abweichungen, wenn nicht beabsichtigt. Drittes Merkmal. Die ungewälzte Fläche weist so gut wie immer eine Energie, in Form von radioaktiver Strahlung, nicht im Zusammenhang mit Urandünger, auf, die den Besuchern der Plätze ein Unwohl- oder Wohlgefühl vermittelt. Viertes Merkmal. Der Weizen an der veränderten Stelle durchlief eine Mutation, die sich in Knoten in der Zellfaser der Pflanze meist zeigt. Fünftes Merkmal. Am Abend oder in der Nacht, die Muster erscheinen immer in der Dunkelheit, werden, wenn das Gebiet von aufmerksamen Bewohnern besiedelt ist, Lichter gesichtet, die ab und zu auch elektronische Anomalien in der Umgebung auslösen können. Diese fünf Hauptfaktoren spielen eine sehr wichtige Rolle, um die Bedeutung der Zeichen herauszufinden. Die Kreise entstehen meist in der direkten Nähe von historischen Plätzen, die von hoher Bedeutung sind oder waren. Wie es bei den ersten Kreisen in Stonehenge, Silbury Hill und dem Weißen Pferd von Worthington der Fall gewesen war. Nun kann man verschiedene Theorien aufstellen. Die alten Kultstätten und historischen Plätze sprechen dafür, dass hier eine Affinität zwischen Mensch und anderen humanoiden Wesen stattfand und auch noch stattfinden sollte. Unsere moderne Zivilisation existiert erst seit 10.000 Jahren, was sich erstmal nach einer weiten Zeitspanne anhört. Aber zunächst haben unsere Ahnen vor etwa 20.000 Jahren in kleineren Ansammlungen gelebt und ihren Kult ausgeübt. Da wo Kornkreise oder auch verändertes Gras wie auch leicht aufleuchtender Stein bei Nacht auftauchen, waren einmal alte Kultstätten, die vor 8000 Jahren noch ihre Bedeutung hatten. Der Mensch bekam von den Göttern den Auftrag, hier eine Art Gedenkstätte aufzubauen oder entschied sich selber dazu, um diese zu ehren. Also kann es sein, dass es durch karge Kult, Nachahmung und dem Besuch der Außerirdischen zu einem in Intervallen stattfindenden Austausch zwischen den beiden Parteien, Primitive und Fortgeschrittene, kam? Abwegig ist es nicht, wenn man bedenkt, dass Menschen vor tausenden von Jahren auch Werke erschufen, die nur aus einer Höhe von 300 Metern zu bestaunen sind. Die berühmten Figuren von Nazca beispielsweise. Mit 1500 Figuren und Ansammlungen sind diese Geoglyphen das beste Zeugnis dafür. Auch heute ist diese Sehnsucht eines ganzen Volkes ein unglaubliches und für uns immer noch unbegreifliches, seit Jahrtausenden anhaltendes Kunstwerk, das wir bestaunen können. Das Verstörende für die normale Wissenschaft ist, dass sie keine plausible Erklärung dafür hat. Noch schockierender ist es für sie, dass auch identifizierbare Bildnisse in der Nähe von verschiedenen Kultstätten weltweit entdeckt wurden. In England konnte man, nahe Stonehenge, den uralten germanischen Lebensbaum förmlich geradezu herauslesen. Dieses Zeichen, was fast in totale Vergessenheit geraten ist, tauchte dort auf. Keiner der Laien in der Umgebung konnte etwas wissen, was noch wenigen Gelehrten bekannt war.
In Japan, nahe Natori, fand man im Gras eingebrannt das 200 x 150 Meter große uralte japanische Zeichen für Wasser. Dies konnte, außer sich damit befassenden Professoren, fast keiner bestimmen. Also kann man laienhaft sagen, dass alle Zeichen in der Nähe von Kultstätten und historischen Plätzen eine Bedeutung zum jeweiligen, damals einheimischen Volk hatten. Jedoch wurden deren Bedeutung und Informationen nach und nach vergessen und verworfen. Die ganze Angelegenheit ist mehr als faszinierend und kann unserem Wissen nach nicht gut genug erklärt werden. Tatsache ist, dass das Phänomen so gut wie verschwunden ist. Bis es wieder nach einiger Zeit, so scheint es jedenfalls, ausbricht. Unsere normale Wissenschaft hat dieses Thema, nachdem es nicht mehr von großem Interesse war, unter vom Menschen geschaffene Irreführung abgetan. Somit ist dieses Thema für sie abgeschlossen, aber deren Unwissenheit macht betroffen, oder